Genau so, ne? Da kann er sich tatsächlich gar nicht bewegen. Who's that Pokémon? It's no way for you! Das ist wieder ein Problem mit Musikrechten bei Livestreams. Immer gibt's die leider. Kannst du die Gebühren nicht vollständig von der Steuer absetzen? So funktioniert das. Die sind praktisch kostenlos, die Gebühren. Also 1:1 absetzen. Leute, ich weiß, mir geht's finanziell gut, aber ich kann euch garantieren, dass ich mir keine 20.000 Euro für eine Lizenz pro Monat leisten kann. Da hört's dann irgendwo auf, wisst ihr? Mein Steuerrechtsherz blutet bei den ganzen Aussagen hier im Chat. Ja, da brauchst du viel Stärke in diesen Zeiten der Not bei solchen Themen. Ja, dann lass uns mal Kasa den Ben hier. Wenn du so wie ich, wenn ich jetzt wohne in meiner Immobilie und ich möchte zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein Arbeitszimmer und wenn ich das von der Steuer absetzen möchte, laufende Kosten, Renovierung geht, aber den Einkaufspreis, wenn du den von der Steuer absetzen möchtest, dann gibt es eine Menge Regeln und dann geht es in die Unternehmensmasse über. Das heißt, wenn du dann irgendwann, wenn ich kein Streamer mehr sein sollte in 30 Jahren, dann muss ich zum aktuellen Marktwert diesen Teil meiner Immobilie wieder auslösen aus der Unternehmensmasse. Das ist alles richtig wild. Ja, zack, zack, zack. Warum kaufst du das Haus nicht über deine Eltern und du vermieten das dann an dich? Goodness gracious, great. Ist Loser's Q real? Ich würde sagen, nein. Nee. Ich würde sagen, nein. Das Steuerberater hier. Nee, das geht auch nicht. Weil du musst praktisch wirtschaftlich denken. Das heißt, du musst 60% du musst irgendwie, ich glaube, 60% sind es ungefähr um den Dreh, müssen deine Eltern dann von dir Miete verlangen. Und dann zusätzlich müssen deine Eltern die Mieteinnahmen, die sie bekommen, versteuern. Das heißt, mit der Methode, alles, was du machst, ist, du nimmst deine Eltern hops. Du musst ja wissen, ob du das machen möchtest oder nicht. Aber das ist jetzt nicht so die gute Idee insgesamt. Grüß meine Freundin Ella mal bitte. Ella, liebe Grüße von Flaminio. Kennst du den? Nein? Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ella, E. Ja, anderen Skin bitte. Nein, wir spielen den guten alten Divine Phoenix Anivia Skin. Kannst du dir vorstellen, beim nächsten Angelcamp mit Knossi und Monte mitzuwirken? Ich könnte mir keinen Ort der Welt vorstellen, wo ich deplatzierter wäre als beim Angelcamp, glaube ich. Stellt euch das mal vor, bitte. Stellt euch das einfach mal vor, wenn ich beim Angelcamp wäre und die dann irgendwelche Geschichten erzählen und ich dann so... In League of Legends, wir reden von drei verschiedenen Linien, Top, Mitte, Botlane, und dann reden wir über Makroverschiebungen, das kann ich euch mal hier bei Paint aufzeigen. Dann kommt mal ran. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde, wisst ihr? Monte hat heute im Stream gesagt, dass er ein Casino-Angebot abgelehnt hat, wo er 12 Millionen bekommen hätte für einen Monat. Ich glaube, jetzt hier für uns zu spekulieren, das macht doch keinen Sinn. So, wir müssen jetzt unseren Stun halten und da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wenn sie das eh auf uns trifft, ist es sehr risky. Wir würden gerne die Wave reinpushen und dann die Wave bouncen, wenn das geht. Wieso ist Jenna Mitte und Level 1? Weil das unsere Botlane 030 steht nach 3 Minuten. Das heißt, wir werden hier ein kleines Problemchen bekommen in dem Game, befürchte ich. Bin auch noch nicht so ganz wieder auf der Höhe nach der Amerika-Reise, das merke ich schon. Wir müssen noch eine Weile trainieren. Genau so, ne? Da kann er sich tatsächlich gar nicht bewegen. Das ja schnell nehmen. Das geht an dieser Wand, geht halt immer sehr gut, weil die Leute sich da sehr oft praktisch an diese Wand drängen. Dann geht es eigentlich wieder los mit NNO-Action. Ich habe keine Ahnung, wann der neue Split anfängt. Ich glaube, das dauert immer relativ lang. Ich muss mit auf jeden Fall den Turret halten, wenn das geht. Das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt schon den einen Turret verloren, jetzt der Mid-Turret darf gar keinen Fall fallen, ja. Nach der Wave unten haben wir es ab, unser Item. Schön neu bleiben, ja. Da kommt noch eine Irelia von der Seite. Vielleicht können wir die Irelia töten.
Was würdet ihr als nächstes Item holen hier, Leute? Was würdet ihr als nächstes Item holen hier? Soll ich einfach Rabadon skillen und probieren zu carryen? Versuche der Träger zu sein? Normal würde man Sonja skillen, ne? Ich glaube, ich muss Sonja skillen. Danach können wir für Rabadon schauen, maybe. Ist einfach zu viel Schaden. Sonja ist nicht so geil gegen Caitlyn halt leider, aber was bleibt uns anders übrig? Warte, der Lee. Smurfen. Unten mal killen. Hier hat kein Flash. Sie ist dead, ist sie tot. Du bist es doch auch. RTK Marquinho. Zwei Leute gekillt und der Fight ist trotzdem verloren, ne? Oh, scheiße. Was komplett Deal stellen und shit. Der Prediction Everfrost hat ihn erwischt, da. Ja? Wir können jetzt nicht mal ulten. Wir machen den noch nicht immerhin. Wir müssen den fighten. Das Problem ist, ich meine, die können halt überall sein, ne? Kann ich mal ihn stealen oder so? Hätte auch Sonja essen können. Dann Drake nehmen, ich bin so am Smurfen, ne? Holy shit. Der Olivia Gott kehrt zurück aus Amerika. Schick, könnte man Mitte hier probieren zu schießen, Digga. Wenn er reingeht, kann ich ihn punishen dafür. Ja, dafür muss er reingehen. So, zack, zack, zack. Wo hast du so viel Lifesteal hier? Seraph's Embrace heißt das Item. Da gibt mir meine ganze Sustain gerade. Mit Level 16 Olivia, das ist sehr stark. Das ist schon sack awkward, ja. Müssen den leider geben, dann ein. Also, what the shit sind die dir geklappt, da? Ist die Frage, wie viel kriegen die dafür? Ich hoffe, ich kann unten noch rechtzeitig clearen, aber es ist sehr risky. Oh, Mate, warum denn mein Blue Buff? Schade, dass ich ignited habe, das war auch dumm von mir. Wir haben 3 bekommen wieder. Kurz mal ein Void, würde ich sagen. Ah, was soll ich denn noch bauen jetzt eigentlich? Das ist die wichtige Frage. Ich habe 6 Items. Aber ich habe nur 720 AP. Das sollte ein Free Drake sein, by the way. Wenn jetzt keiner von uns gecatcht wird. Wenn ich jetzt nicht Nash bekomme, ist alles super. What? What the fuck? Ich bin so gut, holy shit. Oh, lass die Hände überm Tisch, Chat. Bitte die Hände überm Tisch lassen. Ich kontrolliere dort, ne? So. Das ist echt scary, die Kid, oh mein Gott. Ja, aber den Listen, ne? Ja, aber warum denn, Matt? Die killen mich ja nicht, ne? Oh mein Gott, das war fast so insane. Aber halt nur fast, ne? Oh, das war fast so gut, ey. Warum hab ich Rioni im Team? Du nutzloses Stück Rioni, Alter. Cosmic Drive. Oh, Cosmic Drive wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, ja. Ich glaube, wir ändern das noch auf Cosmic Drive. Ja, sehr guter Call. Ich habe wenigstens Flash für den Fight, der jetzt kommt. Wenn wir jetzt noch den Drake bekommen sollten, dann hätten wir eine Seele. Thank you.
Oh mein Gott. Game, Lana. Ich weiß nicht, ob das Game ist. Kann er das klären, maybe, mit Ult? We played that so beautifully, this game. We really, really tried, Hey, Dribble Blitz. We really did try this. So, was haben wir denn hier? Der Lee hat ein paar sicke Kicks gemacht, ne? No, unsere 1000 LP! Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, also. Na, that's okay, that's okay.